Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit einer USB-Steckdose und zwar nicht nur eine normale Steckdose, nein, es ist eine Mehrfachsteckdose, ein Mehrfachstecker, wie ihr es auch nennen möchtet. Und es ist noch mehr, es ist ein Steckdosenadapter mit zwei USB-Ladegeräten, ein Typ-C-Port und jetzt kommt's. Es ist eine Wandsteckdosenleiste mit Kindersicherung und Nachtlicht. Da hat der Hersteller, Ohu, wirklich viel reingepackt. Und das ist auch cool so. Weil ich kann mir sehr cool vorstellen, dass das hier sehr gut in der, an einem Badezimmer kommt, finde ich. Also über ein Waschbecken. Weil ich gucke gerne in meinen Podcast beim Zähneputzen und ich glaube, das ist genau das Richtige, was da gut hinpassen könnte. Oh yeah. Es ist eine Steckdosenleiste, eine USB-Steckdose oder mehrere USB-Steckdosen in einem. Es ist eine Mehrfachsteckdose mit zwei USB-Möglichkeiten zu laden. Ne? Also zwei Slots, die USB-Kabel aufnehmen können. Und nicht genug, ein USB-C-Anschluss ist auch noch da. Das heißt, wir können die standardisierte USB-maskulinen Teil in diese Steckdose hier, den femininen Teil des USB-Portes hineinschieben. Das gleiche gilt beim USB-C. Das heißt, dort gibt es auch ein maskulines und einen femininen Teil. Und der feminine Teil ist hier an dieser Steckdosenleiste integriert. Das heißt, wir können dort einen maskulinen USB-C-Sockel dran ansetzen. Und was bedeutet das für uns? Wir können demzufolge an nur den USB-Ports schon mal ein iPad laden, ein iMac laden oder eure Kopfhörer laden, was gibt es noch alles, euer Smartphone laden, iPhone etc., kein Problem. Und nicht genug, es gibt noch mehr, und zwar ein LED-Nachtlicht, damit es auch nicht zu dunkel wird. Nice. Und wir können auch dieses Nachtlicht einstellen, wie hell es sein soll. Dann gibt es noch eine abnehmbare, stabile Ablage. Das finde ich awesome, super O5, weil da kann ich nämlich super mein iPhone drauflegen und meine Podcasts, mein Zähneputzen lesen, hören. Super cool. Wirklich geil. Es ist eine AC-Steckdose mit einer Nennleistung von 2500 Watt, maximal 250 Volt, 160 Ampere. Das ist schon stattlich, weil wir haben 230 Volt und die Ampereleistung von 160 ist auch nicht schlecht. Zwei USB-A heißen die nämlich, plus ein USB-C-Anschluss. Okay? Der USB-C-Ausgang kommt mit 5 Volt, 3,1 Ampere, 18 Watt daher. Das heißt also, da können wir alles dran laden, was wir so haben, was im Standard USB-C da ist. Ein USB-C-Ladekabel für den Connect-Typ-C-Ausgang zum Aufladen unseres Smartphones, zum Beispiel ein Samsung-Smartphone und ein iPhone. Maximale USB-Ausgangspower ist 5 Volt, 2,4 Ampere, 12 Volt. Und wir haben zwei USB-A-Anschlüsse, die alltagstauglich verwendet werden können. 2500 Watt, 10 Ampere, Wandsteckdose. Das ist eine Wandsteckdose, die jetzt über Puls kommt und die man jederzeit wieder entfernen kann. Denn sie wird über die bestehende Steckdose einfach drüber gesteckt und wir machen sozusagen aus dieser Steckdose dann eine multifunktionale Steckdose, die wir sowieso schon in der Wand hatten. Ne? Alles klar, oder? Und das Coolste ist wirklich die abnehmbare, stabile Ablage. Okay, 11 x 8 cm ist die nämlich in den Maßen. Die Übergangsspannungsschutzsteckdose, das heißt, wir haben hier auch eine smarte Absicherung drin, schafft viel Platz für die Organisation der unordentlichen Kabel und Hebel. Und Hebekabel etc. Die Steckdosenerweiterung, so nennt man es, das heißt, es kommt auf eine bestehende Steckdose drauf und wir erweitern dann unsere momentane Steckdose für jeden Bereich, um in jedem Raum eine Ladestation für unser Smartphone, iPad, Lampe, elektrische Zahnbürste, Haartrockner, Alexa, was auch immer zu haben. Und das Nachtlicht. Ein eingebautes Nachtlicht wird durch Berühren aktiviert. Lange Berührung der Induktionszone, ca. 5 Sekunden, wird die Helligkeit dann stufenlos gedimmt werden. Okay? Verringern oder erhöhen. Cool.
Und es ist also eine 4-Rad-Steckdosenadapter. Dieser Steckdosenleiste ist perfekt, um die meisten unserer Elektrogeräte mit Strom zu versorgen, um ein einfaches Kabelmanagement zu ermöglichen. Und das ist echt cool, weil da können wir einfach alles draufpacken, was wir haben. Es ist kompakt, aber leistungsstark. Nice, wir haben sogar noch 2 Kabelrohre dabei, um dann das Kabelmanagement vernünftig durchführen zu können. So, verpackungstechnisch sind wir hier wirklich okay am Start. Das sieht mir aus wie recyceltes, aber dann weiß gepinseltes Papier, was Pappe ist. CE-Kennung, Ross-Kennung haben wir, das heißt also darf in Europa vertrieben werden und hat jetzt nicht, hat all die Prüfkriterien des oder der Europäischen Union bestanden. So, hier ist eine kleine Bedienungsanleitung dabei. Ist sie nicht süß? Wall, use about loud land, blablabla. Achso, der Typ ist ZP101, heißt er. Boah, ist das klein geschrieben. Oi, oi, oi. Deutsch Bedienungsanleitung. Da ist echt eine kleine Mini-Bedienungsanleitung dabei. Voll süß. Aber hey, wir sind die Heimwerker-Kings. Wir brauchen das doch nicht. So, hier ist sie schon. Cooles Ding. Was haben wir auf der Rückseite? Schutzkontaktstecker. Auch kompatibel mit Belgien war das, glaube ich, wo da nämlich noch so ein Nippel aus der Wand kommt. Das ist nämlich dort die Erde. In Deutschland ist es denn die beiden Springs, die oben und unten rauskommen, beziehungsweise Richtung links, wenn sie ein bisschen versetzt worden ist, rauskommen, um dort die Erde zu schließen. Dann haben wir Phase und Nullleiter, alles cool. Man kann dieses Gerät aufschrauben und zwar mit Dreiecksschrauben. Das sind Spezialschrauben, aber es ist funktioniert. So, vernünftig designt, weil hier haben wir noch einen kleinen Griff dran, um es dann vernünftig ran und wieder rauszubekommen. Und hier oben ist nämlich Platz für die besagte obere Freundin. So, dann haben wir hier das Nachtlicht hier in dem oberen Bereich. Hier USB, USB, USB-C. Da ist noch eine LED drin, damit die Betriebsanzeige an ist. Dann haben wir eine Kindersicherung hier drin. Und hier vernünftig alles gebaut. So, jetzt natürlich nochmal zurück zu unserer Platte. Die ist auch noch hier drin. Ne? Hier ist die Platte. Die Platte ist aus einem, ich denke mal, es ist ABS-Kunststoff. Aber okay, ist kein Problem. Das ist okay, weil nämlich ist stabil und leicht zugleich. So, wir haben hier 2 Kabelmanagement-Freunde am Start, rechts und links. Und hier vorne haben wir eine Anti-Fall-Stufe noch integriert. So, und wie kommt das hier rein? Ja, guck mal hier. Wir sliden das einfach hinein und fertig. Geil. Also das ist eine coole Idee, was sie da hatten. So kann man super cool sein Zeugs schnell und einfach und effizient aufladen und hat dabei noch eine coole Ablage. Und Kabelmanagement ist dabei, denn wir können jetzt hier ganz normal, sagen wir, unseren Föhn hier anschließen, wenn wir die Haare trocknen wollen. Dabei wollen wir zum Beispiel Smartphone gucken. Kommt das hier in den USB-C-Ding. Dann wollen wir unsere Apple Watch noch laden. USB-C-Ding. Dann wollen wir unser iPad noch betreiben und laden. USB-C. Bom, bom, bom. Das heißt, wir machen noch eine Steckdose, die hier unten immer noch vorhanden ist. Machen wir 1, 2, 3, 4 Steckdosen plus ein Licht. Geil. Also das ist mal echt cool. Und wenn wir die nicht haben wollen, können wir es auch wieder abnehmen, wie ihr seht. Wir können die demzufolge auch wieder entfernen. Also hier ist alles drin, alles dran, was man sich eigentlich so, sage ich jetzt mal, beim Zähneputzen braucht oder natürlich woanders, weil diese USB-Mehrfachsteckdosen finde ich super awesome. Die machen unser bestehendes Netz natürlich viel breiter aufgestellt. Natürlich immer darauf achten, wenn ihr schon riesengroße Ausbeute dieses Stromkreises habt, nicht überlasten. Wenn also anfangen, die Sicherung rauszufliegen, dann solltet ihr mal gucken, dass ihr das eine Teil oder das andere Teil auf eine andere Leistung, auf eine andere Stromleitung auslagert. Wir haben 2 Kabelrohre oder Aussparungen. Wir haben einen Regal-Organizer, 2 USB-Anschlüsse, eine AC-Buchse. Wir haben ein einstellbares Nachtlicht. Wir haben einen leichten Berührungssensor vorne. Ne, das ist hier, wo die Sonne ist. Dann haben wir einen Typ-C-Anschluss und eine blaue Kontrollleuchte. Das ist die USB-Steckdose, das ist eine Mehrfachsteckdose. Es ist ein Steckdosenadapter mit 2 USB-Ladegeräten und einem Typ-C-Port. Eine Wandsteckdosenleiste mit Kindersicherung und Nachtlicht. Und von wem kommt's? Von Uhu. Uhu hat's drauf.
Wir können alles Mögliche dran laden, was wir so gerne haben. Wir haben mehrfach Sicherheitsschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz und 10 Ampere Sicherung ist eingebaut. Das heißt also, unsere Maschinen, die wir da dran bauen sollten, sollten nicht zerbrutzelt werden. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun.